Herzlich willkommen im Kreuztal auf der Gottorfer Schlossinsel. Mein Name ist Carsten Fleischhauer. Ich bin bevollmächtigter Direktor des Museums für Kunst- und Kulturgeschichte. Und neben mir sitzt Melanie Jacobi, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Landesmuseen. Und wir befinden uns hier in der großen Sonderausstellung Moderne und Idyll, Impressionismus in Deutschland, und sitzen vor einem der Hauptwerke dieser Ausstellung, diesem fast lebensgroßen Damenporträt, das Max Liebermann 1925 gemalt hat. Frau Jacobi, wer ist denn die elegante Dame, die auf dem Gemälde zu sehen ist? Bei der dargestellten Dame handelt es sich um Eugenie, auch genannt Genia Levin, die im Jahr 1925, als dieses Gemälde entstand, noch ihren Familiennamen trug. 5 Jahre später heiratete sie dann den jüdischen Bankier Hans Fürstenberg und nahm dann seinen Nachnamen an. Ja, nun sitzen wir hier am Tag der Provenienzforschung 2021 und Sie, Frau Jacobi, haben 3 Jahre lang die Provenienzforschung bei uns am Haus betrieben in einem Projekt, das seit 2013 schon läuft, gefördert vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Ein Projekt, in dem wir unsere Sammlungsbestände daraufhin untersucht haben, ob wir im Besitz Dinge, Kunstgegenstände finden, die unter dem NS-Regime möglicherweise verfolgungsbedingt ihren rechtmäßigen Besitzern entzogen worden sind. Dieses Forschungsprojekt hat seither schon zu einer Reihe von Restitutionen, also Rückgaben von Kunstobjekten an die Erben der rechtmäßigen Besitzer geführt. In anderen Fällen wurden andere gütliche Lösungen mit Erben gefunden. Wie sind Sie denn jetzt darauf gekommen, sich diesem Gemälde speziell zuzuwenden? Ja, dieses Gemälde wurde 1988 vom Landesmuseum angekauft. Also lange nach dem NS-Regime? Genau, das ist erst einmal wirklich viel später. Dennoch ist es für mich ins Interesse gerückt, weil es keinerlei Informationen dazu gab, wo es sich eigentlich befunden hat, bevor es von uns angekauft wurde. Und für die Provenienzforschung sind nicht nur die unmittelbaren Erwerbungen aus den Jahren 1933 bis 1945 von Interesse, auch die Erwerbungen, die danach, nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft, also in den Jahren und auch Jahrzehnten danach, angekauft wurden, können trotzdem auch eine verdächtige Herkunft haben. Und wie müssen wir uns vorstellen, wie gehen Sie vor dabei, der Besitzergeschichte so eines Gemäldes auf die Spur zu kommen? Na, es gibt verschiedene Möglichkeiten und Wege, um so ein Objekt näher zu untersuchen und etwas mehr über die Herkunft herauszufinden. Zum einen natürlich das museumseigene Archiv und ein bisschen Aktenwälzen im Grunde. Dann gibt es natürlich noch auswärtige Archive, wo es genauso gut Sachen zu finden gibt. Es gibt öffentliche Datenbanken und auch der Austausch und Kontakt mit anderen Wissenschaftlern an anderen Museen und auch Auktionshäusern ist oft sehr hilfreich. Man muss sich aber natürlich auch das Objekt selbst angucken, denn gerade bei den Gemälden gibt es auf der Rückseite oft kleine Hinweise durch, zum Beispiel Etiketten, handschriftliche Notizen, irgendwelche Zahlen, die darauf zu finden sind, die dann wiederum Hinweise geben, die man weiter untersuchen kann. Jetzt sehen wir hier in der Ausstellung, das Gemälde hängt zur Präsentation. Wir sehen die Vorderseite. Was ist denn auf der Rückseite zu sehen bei diesem Gemälde? Auf der Rückseite ist zum Beispiel ein Etikett vom Carnegie Institute in Pittsburgh. Dazu konnte ich herausfinden, dass es eine Wanderausstellung im Jahr 1926 gab, wo sich dieses Gemälde befunden hat und wo es zu sehen war. Und als Besitzer in den Dokumenten ist dort Max Liebermann selbst aufgeführt. Daneben gibt es beispielsweise auch noch eine handschriftliche Notiz mit dem Namen Hagen. Hagen der Ort, Hagen ein Name oder wohin führt die Spur? Meine Vermutung ist, dass es sich um einen Namen handelt. Bei genaueren Recherchen habe ich herausgefunden, dass in der Familie Liebermann es eine Haushälterin gab, die auch noch bis zum Tod von Martha Liebermann, die sich 1943 selbst das Leben nahm, bevor sie deportiert werden sollte. Und diese Haushälterin hieß Maria Hagen. Und daher
ist meine Vermutung, dass es sein könnte, dass sich dieses Gemälde zu einem bisher nicht genau bekannten Zeitpunkt im Besitz der Haushälterin befunden haben könnte. Und was ist danach passiert? Also das ist ja jetzt erst einmal eine Vermutung, die Sie aufgestellt haben. Wissen wir denn irgendwas, was nach dem Krieg mit dem Gemälde passiert ist? Leider wissen wir bisher sehr wenig über dieses Gemälde. Also wir wissen nur, dass es 1926 in der Wanderausstellung zu sehen war. Danach haben wir eine Lücke von fast 60 Jahren, in der wir nicht wissen, wo das Gemälde überhaupt war. Und erst für das Jahr 1984 gibt es dann einen Hinweis oder einen Nachweis, dass es in einem Berliner Auktionshaus angeboten wurde zum Kauf. 60 Jahre sind jetzt eine sehr, sehr lange Provenienzlücke. Besteht denn noch eine Chance, dass wir da Licht in diese dunklen Jahrzehnte bringen? Ja, es gibt durchaus noch eine Chance, dass sich diese Lücke ja zumindest weiter schließen lassen könnte. Es gibt immer noch weitere Provenienzforschungsprojekte an vielen verschiedenen Museen und Institutionen in Deutschland und auch im Ausland. Dort gibt es natürlich durch die Projekte immer neue Erkenntnisse, die gewonnen werden. Und diese Erkenntnisse und Informationen werden dann zum Beispiel in Datenbanken veröffentlicht, wie der Lost Art Datenbank, die gerade für die Provenienzforscher sehr wichtig ist. Daneben gibt es auch noch die Proviana Datenbank, die erst seit kurzem öffentlich ist. Aber auch da werden solche Erkenntnisse dann geteilt und sind gerade natürlich dann für andere Wissenschaftler wie auch uns hier am Landesmuseum dann relevant und helfen uns weiter. Also jetzt fürs Erste steht dieses Gemälde auf der Verdachtsliste bei uns sozusagen? Genau, es ist immer noch ein Verdachtsfall aufgrund der großen Lücke, die es leider immer noch hat. Naja, und was Sie berichtet haben, zeigt ja sehr deutlich, wie sehr die Provenienzforschung eine Aufgabe ist, die dauerhaft zu den Herausforderungen eines Museums gehört. Das ist nicht nach einem, zwei, drei Forschungsprojekten abgeschlossen, sondern das wird uns dauerhaft als Verpflichtung als Museum auch begleiten. Frau Jacobi, ganz herzlichen Dank, dass Sie diesen wichtigen Einblick in die Forschungsarbeit unseres Museums gegeben haben. Das Gemälde der Genia Fürstenberg geborene Levin ist noch bis Ende Oktober hier auf der Schlossinsel in der Sonderausstellung zu sehen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.